gerade genannt, die Mut zur Selbstständigkeit. Gibt es Skills, die Sie jetzt gerade für die Praxiseröffnung, eine eigene Praxis zu leiten, Mitarbeiter zu führen, buchhalterische Dinge? Gibt es Skills, die Sie sich beigebracht haben, und gibt es aber auch, sage ich mal, Fertigkeiten, die Sie sich entweder extern dazugeholt haben oder outgesourced haben? Was waren da so Ihre Erfahrungen? Welche neuen, vielleicht betriebsökonomische Skills haben Sie sich angeeignet, und was haben Sie gesagt, okay, das mache ich lieber nicht, das sollen wir anders übernehmen? Also, was wir natürlich im Studium nicht lernen, sind die ganzen steuerlichen Aspekte. Da braucht man eine fachlich fundierte, auf welche Beine stelle ich das auch im juristischen Rahmen. Das heißt, da ist das Konzil mit einem Rechtsanwalt ganz, ganz wichtig, um den Rahmen überhaupt zu stecken. Ja? Oder den finanziellen Rahmen, wie lange laufen Kredite mit Banken, dieses Netzwerk auszubauen. Für die Mitarbeiterführung, wenn man früher viele Leute geführt hat, militärisch, ist das natürlich etwas ganz anderes im Zivilen, aber trotzdem hat man gewisse Grundfertigkeiten in der Kommunikation, und da kann man gut drauf aufbauen. Ansonsten kommt es wie immer in allen Lebensbereichen auf ein sehr gutes Netzwerk drauf an. Und da muss outgesourced werden, und man kann nicht alles selber machen. Ja. Die letzten Monate waren viele Tage mit 20 Stunden arbeiten. Ja. Weil man nicht alles abgeben kann oder vielleicht die perfekte Kontrolle haben möchte, bis alles so arrangiert ist, wie man sich das in seinen Gedanken auch vorgestellt hat. Das kommt jetzt peu à peu, fällt wieder ab, und man delegiert mehr, weil man in seinem Team ein ganz anderes Vertrauen aufgebaut hat. Und ich habe das Glück gehabt, ich musste nicht das Rad komplett neu erfinden. Ja. Wie gesagt, mit den Chirurgen, wo man über viele Jahre weiß, wie man tickt und zusammenarbeitet und wie in einer Ehe blind ohne viele Worte funktioniert, haben wir oder habe ich ein gutes Netzwerk aufgebaut. Und das ist auch das Wichtige, was vor jeder Praxisgründung oder Übernahme sich jeder Gedanken machen soll. Mit welchen Partnern arbeite ich zusammen? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Respektvoller Umgang miteinander. Auch das zu schätzen und sich in den anderen jedes Mal hineinzuversetzen. Wir haben so tolle Handwerker gehabt, ja. Es liegen Kilometer Kabel hier, weil jedes Gerät mittlerweile angeschlossen ist und online abgedatet wird. Was ein Vorteil oder ein Nachteil sein kann in vielen Bereichen. Aber das wertzuschätzen und die dann auch machen zu lassen. Ja. Und